Stephanie fühlt sich am Arbeitsplatz nicht wohl. Sie fühlt sich ausgebremst, nicht zugehörig und ungerecht behandelt. Im Gespräch stellt sich heraus, dass sie sich schon als Kind immer hinten anstellen musste, wie jetzt auf ihrem Arbeitsplatz und auf Familie. Sie ist ärgerlich auf Gott, dass er ihr nicht hilft und ihrem Ex-Mann, dass er es so leicht hat. Sie ist traurig, dass sie auf so vieles verzichten muss. In der Sitzung wird dann klar, dass die Mutter sie von klein an auf als seelischen Mülleimer missbraucht hat. Die Mutter hat ihr eingebläut, sich aufzuopfern und immer auf die Bedürfnisse der anderen zu schauen. Nie ging es um ihre Bedürfnisse, sondern immer um die anderen. Sie hat ein tiefes Schuldgefühl, dass sie überhaupt auf der Welt ist. Am Ende des Coachings ist sie total erleichtert, dass sich vor ihr ein neuer Lebensabschnitt auftut, wo es endlich nur um sie selber geht. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge MIT-Klopftherapie in Aktion. Live-Coachings aus Rainer Frankes Praxis. Selbsthilfe und Inspiration für dich. Rainer Franke ist Diplompsychologe, Gestalttherapeut und Begründer der MIT-Klopftherapie. Er nimmt dich in seinen Sitzungen mit auf die emotionalen Reisen seiner Klienten. Ja, hallo Stephanie. Schön, dass du da bist. Ja, hallo. So, was hast du denn für ein Thema mitgebracht? Ich habe das Thema am Arbeitsplatz. Ich fühle mich da nicht so wohl. Das ist nicht das erste Mal und ich fühle mich da ausgegrenzt, nicht dazugehörig und auch ungerecht behandelt. Okay. Wie lange bist du da jetzt? Also ich bin da erst seit 1. Dezember. Also ich arbeite in einer Grundschule und es ist jetzt schon die dritte Schule, in die ich gewechselt habe. Und dachte immer, es verändert sich, aber ich nehme ja mich immer mit und das Muster natürlich auch. Okay. Das heißt, du betreust da Kinder oder wie, ne? Ja, ich betreue Kinder, also ich betreue speziell ein Kind, was Schwierigkeiten hat, neben denen sitze ich im ganzen Unterricht und bin für dieses Kind zuständig, dass sich die Leistung verbessert, sich besser konzentrieren kann und Unterstützung leisten kann. Okay. Ich muss noch mal ein bisschen nachfragen, so zu deinem auch privaten Umfeld. Ja. Bist du verheiratet oder? Ich lebe alleine und habe einen Jungen mit Down-Syndrom. Ein Sohn, okay. Der ist jetzt wie alt? 25. Okay. Ich habe noch eine Tochter, mit der kein Kontakt besteht. Die ist 35. Tochter 35, gut. Kein Kontakt. Kein Kontakt. Seit wann kein Kontakt? Seit drei oder vier Jahren ist das. Ich habe auch keinen Kontakt zu meinen Enkelkindern. Und das ist ja das Thema mit diesem Ausgeschlossen, wie auch in der Schule. Das heißt, deine Tochter hat den Kontakt abgebrochen, oder wie? Ja, sie meinte, dass ihr Vater dann immer Stress macht, wenn sie mit mir Kontakt hat, und sie hat sich dann für die leichtere Variante entschieden. Wenn sie mit mir keinen Kontakt hat, hat sie auch keinen Stress mit ihrem Vater. Okay. Also sie lebt in dem Ort, wo der Papa lebt und. Ach, deswegen. Und wie lange seid denn ihr getrennt jetzt? Meiner Tochter. Nee, von deinem Mann. Von meinem Ex-Mann. Also mein Sohn ist 25, der war ein Jahr, als er geboren wurde. Danach habe ich mich getrennt, also 24 Jahre bin ich getrennt und lebe auch als Single-Dame. Obwohl ich mir was anderes wünsche. Okay. Und keine Partner irgendwie zwischendrin mal gehabt? Also ich war mal in einem Pflegedienst beschäftigt. Und da habe ich vorher schon gesagt, hier lerne ich bestimmt einen Mann kennen. Und das war dann auch so. Der pflegte seine Eltern und der hat mich kennengelernt und fand, dass ich sehr viel Leichtigkeit mitbringe in diese ganze Sache. Und wir waren kurzzeitig befreundet. Aber das hat dann doch nicht gefunkt von meiner Seite aus. Der fand aber, war sehr nett zu meinem Sohn. Und das fand ich auch sehr liebenswert. Und die
Ehe, also ihr wart ja verheiratet, ne? Ja. Wie lange war die Ehe dann? 13 Jahre. 13 Jahre wart ihr zusammen, okay. Okay. Und was war dann der Grund für die Trennung? Also warst du das? Hast du Schluss gemacht oder dein Mann? Also, ich hatte mich getrennt. Wo mein Sohn geboren war, war das für mich wie so ein Schock, ein behindertes Kind zu bekommen. Und ich habe dann auch nachgelassen. Also mein Sohn ist nicht nur geistig behindert geboren, sondern auch mit einer Nierenschaden, mit einer Stauniere dritten Grades und mit einem vierfachen Herzfehler, wo er am offenen Herzen operiert wurde. Und da habe ich gedacht, ich falle um. Und habe dann auch optisch an mir nachgelassen und auch keine Nähe mehr zulassen können, weil das ja war ja eine Ausnahmesituation. Ich war mit meinem Sohn auch viel in Krankenhäusern. Ich habe den mit begleitet. Und da hat sich in dieser Zeit mein Ex-Mann eine andere Frau gesucht. Also er hat mich sozusagen betrogen Ah, okay. mit einer anderen Frau. Wie ist er denn damit klargekommen, dass sein Sohn sozusagen behindert war? Also das ist meine Ansicht, dass Männer da nicht so deutsch drüber sprechen. Er war ein Truckerfahrer und er hat sich immer einen Jungen gewünscht, der mit am Truck sitzt und den LKW lenkt. Na klar. Und sein Traum war ja auch zerplatzt. Und unsere Tochter war die Klassenbeste, also ganz hübsches Mädchen und war damals 12 Jahre oder 11 Jahre. Und hatte alles nur eins in der Schule. Und ja, das hat die ganze Familie. Entweder man sagt, man wächst mit so einer Krise oder man geht auseinander. Und bei uns hat es dann, weil wir konnten nicht miteinander sprechen, Ah, okay. glaube ich. Wenn wir mehr gesprochen hätten, hätte vielleicht die Ehe noch weiter bestanden. Auch meine Ex-Schwiegermutter waren ja nicht so erfreut, dass da jetzt ein behindertes Kind in die Familie kommt. Also die hat dann den Kontakt eher gemieden zu euch. Zu ihrem Sohn hat sie den liebt sie hat sie sehr geliebt oder liebt sie sehr, aber sie hat die Äußerung gemacht, oh, ich schäme mich, wenn da jetzt so ein behindertes Kind kommt. Ah, das hat sie gesagt. Ja, auch meine eigenen Eltern haben das auch gesagt. Also ich wollte mich danach mit dem Auto auch totfahren. Weil alle haben mir gesagt, du bringst uns doch nicht so ein blödes Kind in die Welt. Also ich habe das im 6. Monat erfahren und hatte eine Woche Zeit. Okay. Entweder treibe ich das Kind ab oder also ich würde so eine Geburt eingeleitet. Oder gebäre das. Und du hast dich Und entschieden, dann. ich habe dann, das ist manchmal kurios, ich habe dann nach dem Fernseher angemacht, da haben alle Leute erzählt, was Down-Syndrom für tolle Menschen sind. Und eine gute Freundin hat gesagt, sie kennt eine Frau, die hat so einen Jungen. Und die habe ich auch besucht. Und ich fand den Jungen so klasse und ich musste so viel lachen, auch wie ich heute mit meinem Sohn lache. Und habe dann gesagt, dieses Kind bekomme ich. Ah, Egal, was okay. passiert. Man musste dafür viel Abstriche machen, also. Naja, klar, hör mal. Offensichtlich ja nach wie vor, ne? Du musst ihn ja offensichtlich jetzt auch noch betreuen, ne? Auch jetzt ganz alleine, das ist schon nicht so einfach, wenn man das schon 25 Jahre macht. In mir steckt so viel Potenzial und ich lasse mich auf Jobs ein, die eigentlich gar nicht für mich. Also, ich würde was ganz anderes leisten können im Leben, wenn ich freier wäre. Muss ja immer da sein. Also auch wenn er kommt, er kann ja keine Tür aufschließen. Wenn das Taxi kommt, muss ich da sein und öffnen und Ach, der ist in nicht der so. Einrichtung tagsüber dann, ne? Ja, er geht dann in eine Werkstatt für behinderte Arbeiten. Heute ist er noch in einer Nachmittagsbetreuung und wird dann nachher mit dem Fahrdienst um 19 Uhr nach Hause gebracht. Ah, okay. Das ist immer so montags mein freier Tag. Das heißt, was würdest du denn dann gerne machen? Also angenommen, du hättest jetzt diese Belastung der Betreuung nicht. Also mein Wunsch war schon immer, in einer Rezeption zu arbeiten. An einer Rezeption oder in einem Büro. Ich habe schon mal in einer Stadtverwaltung gearbeitet und das hat mir sehr viel Freude bereitet. Okay. Und wie bist du damit umgegangen, dass deine Eltern, beziehungsweise deine Schwiegereltern, so eine ablehnende Haltung dann entwickelt haben dir gegenüber? So nach dem Motto, wir schämen uns, wenn du jetzt so ein behindertes Kind auf die Welt bringst?
Also ich habe mich so ein bisschen versteckt dann auch immer. Ja, okay. Die Leute im Ort, es war ein kleinerer Ort, jeder wollte dann, wo der Junge geboren war, in den Kinderwagen gucken, und ich habe also mit viel Scham, Ah, okay. habe mich auch viel geschämt. Ja, klar. Wir haben es ja auch noch gesagt, ne? So nachdem sie würden sich schämen Ja. und dann ist das auf dich dann übergegangen. Ne? Ich habe mich wie so eine Aussätzige manchmal gefühlt. Ja, klar. Und wie bist du mit dieser Belastung dann klargekommen? Also das war ja eine ziemliche Belastung, weil du bist ja dann tatsächlich gewisserweise ausgegrenzt worden, ne? Ja, ich habe dann mich für die Einsamkeit so entschieden und habe gesagt, ich tue jetzt das Beste für meinen Sohn, dass er sich weiterentwickelt. Ich gebe ihm meine ganze Mutterliebe und habe dafür auch viel Lobs und Anerkennung erfahren von Außen, weil ich das sehr gut mache. Auch jetzt noch bekomme ich viele Anerkennung. Auch in der Werkstatt, wo mein Sohn arbeitet, der ist sehr ruhig und ausgeglichen, immer schick angezogen, tolle Frisuren, und habe da mir mein Leben so eingerichtet. Mehr für meinen Sohn als für mich. Okay. Okay. Das heißt, der Vater hat auch keinen Kontakt mehr zu seinem Sohn, ne? Nee, den hatte ich dann unterbrochen, weil der Vater lebt ein anderes Leben. Mit der neuen Frau, ne? Also der sagt immer, ich würde ihn so bedudeln, also so weiblich, so weich machen, und er ist nur ein Tracker und wollte da, hat mit Zigarettenrauch und so, und ich fand das nicht so toll, wenn, da er ja mit dem Herzfehler geboren war. Und auch bestimmt die Getränke fand ich jetzt nicht so angebracht für meinen Sohn. Und somit habe ich gedacht, bei zwei verschiedenen Erziehungsweisen sind wir ein Kind, da kommt in eine Welt und dann geht er wieder in eine andere, und finde es so eine Harmonie und Ausgeglichenheit. Und somit habe ich seit 4 Jahren den Kontakt unterbunden und Seit 4 Jahren dann. zum Wohle für meinen Sohn. Ach so, also bis vor 4 Jahren war da noch Kontakt, ne? Nee, also ja, so 5 Jahre würde ich sagen, 5, 6 Jahre. Ach so, also nach der Geburt des Sohnes, danach, 5, 6 Jahre danach, dann ab da. Habe ich jetzt noch, also mein Sohn hatte vielleicht vor 5 Jahren, also wo 20 oder 19 war, noch mal Kontakt. Und er roch dann auch immer nach Zigarettenrauch und so. Und ich fand das nicht so schön. Gut, auch der Sohn will dann auch keinen Kontakt mehr zum Vater, also von sich aus. Er kann das nicht so äußern. Ach Er so. redet schon ab und zu mal von seinem Vater, wenn jetzt zum Beispiel Formel 1 im Fernsehen kommt. Weil er weiß, dass sein Vater in so einem Club ist, der gerne Formel 1 guckt. Dann sagt er mir das. Und ja, dann, also ich denke schon, dass er gerne auch ab und zu mal Kontakt hätte zu seinem Vater. Denke ich schon, ja. Okay, aber er äußert das jetzt nicht so, wie das ein normaler Junge tun würde. Nee, er sagt nur, Papa guckt, also Ja, so wie er in seiner ah, Sprache da ah. gucke oder so. Ah, okay. Gut. Ja, du sagtest ja anfänglich, so das Thema ist so dieses, ja, Arbeitsplatz ausgegrenzt, dann ungerecht behandelt. Das war ja so dein Anfangsthema. Kannst du genau sagen, was du meinst mit jetzt ungerecht behandelt? Also wie sich das konkret jetzt gestaltet? Wie kann ich das, also ich bin ja da jetzt auch noch nicht so lange wie die anderen Kollegen, und also mir wurde am Anfang gesagt, ich muss keine Pausenbetreuung mitmachen, und jetzt, wo es so kalt war, wurde dann doch gesagt, dass ich doch jetzt in die Pausenvertretung muss, also raus, mich in die Kälte stellen und auf die Kinder mit aufpassen. Fand ich jetzt so ein bisschen ungerecht. Oder dass eine Kollegin, die hat sehr viel Freiheit dort, und die hat den gleichen Job wie ich. Und ja, die sagt jetzt zu mir, das hast du vielleicht auch mal später. Ich bin ja jetzt schon 6 Jahre da und du bist ja erst noch ganz kurz hier. Wir müssen dich ja auch kennenlernen.
Ich fühle mich aber auch in der Gegenwart so unwohl, nicht? Bezogen jetzt auf eine Frau oder generell in der... Generell, wenn ich zum Beispiel jetzt im Lehrerzimmer mitsitze, fühle ich mich sehr unsicher und unwohl irgendwie. Ich will da immer raus, immer weg. Also dieses Flüchten kenne ich in meinem Leben, aus Situationen flüchten. Okay. Weil die andere Gesprächsthemen auch haben. Also da mein ganzes Leben sich um meinen Sohn dreht, merke ich auch, wenn mich jemand mal anspricht, dass es fast jedes Gespräch immer um meinen Sohn geht. Also weil du das so willst oder weil du das so kreierst oder wegen der anderen? Ich nehme mir zwar immer vor, wenn ich jetzt auf diese Arbeit anfange, erzähle ich mal nicht, dass ich den Jungen habe. Und es ist das Erste, was ich erzähle. Ich weiß gar nicht, wie das passiert. Meine Freundin sagt, weil das in deinem Leben ist, also weil das dein Leben betrifft. Das machst du ja 25 Jahre jetzt. Richtig. Naja, das so hört sich so an, dass du im Prinzip ja dein Leben nach deinem Sohn ausrichtest, ne? Und das macht mich auch traurig. Ich habe ja auch ein eigenes Leben. Ich habe ganz andere Wünsche. Ich würde gerne mal tanzen gehen. Das war schon immer. Ich habe gesagt, im nächsten Leben werde ich Tänzerin. Also wenn ich nochmal neugeboren werde, dann kreiere ich mir ein anderes Leben. Und jetzt muss ich viel verzichten. Richtig. Und das macht mich sehr traurig. Kannst du die Trauer jetzt auch abrufen, dass du jetzt wenn du dich jetzt darauf konzentrierst, also dass die Trauer jetzt präsent ist ein bisschen? Ja, ich spüre ihn ja so. Ja, oh, gut, okay. Dann nimm doch mal die Nierenpunkte hier. Du kennst ja das Klopfen, dass du einfach mal anfängst, da an den Nierenpunkten zu klopfen und dass wir erstmal an der Trauer arbeiten, die Trauer auflösen. Und formuliere das am besten so, wie du es eben gesagt hast, meine Trauer, dass ich so viel verzichten muss oder. Dass ich nur, guck, wie der Satz kommt, Hinten anstelle. dass ich traurig, dass ich mich hinten anstelle. So, dass du aber mal die Sätze so formulierst, wie sie für dich stimmen. Ja, ich bin auch als siebentes Kind, also ich musste mich immer anstellen als Kind, die siebente. Und das passt jetzt auch dazu, also meine Trauer, Ja, gut. dass ich meine eigenen Bedürfnisse nach hinten stelle. Okay, perfekt. Das passt. Wer nimmt mal das, dass ich meine Bedürfnisse nach hinten anstelle. Meine Trauer, dass meine eigenen Bedürfnisse sich immer nach hinten stellen. Gut, sehr gut. Lassen wir weitersprechen. Ja, bitte immer laut aussprechen, sodass du es selber hören kannst. So kannst du auch die Veränderung eher mitkriegen. Meine Laut Trauer, dass ich aussprechen. meine eigenen Bedürfnisse immer hinten anstellen. Ja, sehr gut, genauso. Muss mich immer hinten anstellen. Meine Trauer, dass ich mich immer hinten anstellen muss. Meine Bedürfnisse nach hinten stellen. Genau. Oh. Meine Trauer, dass meine Bedürfnisse immer nach hinten kommen und mich immer nach hinten anstellen muss. Und erst kommen die anderen, dann komme ich. Genau. Ja, so sieht mein Leben eigentlich aus jetzt, wenn ich das bewusst wahrnehme. Nochmal, dann bei So was? sieht mein Leben jetzt eigentlich aus. Ja, Schon als genau. Kind kommen immer die anderen, dann komme ich, komme immer Ja, als Schluss. okay, und achte auf deine Gefühle dabei. Ist das ein Trauer noch? Kommt so ein bisschen Wut. Okay, gut. Bisschen Wut. Okay. Meine Wut, dass ich mich immer hinten anstellen muss. Erst kommen die anderen, dann komme ich. Meine Wut. Gut, sehr gut. Ich bin wütend, dass ich mich immer hinten anstellen muss. Und achte drauf, wenn du sagst Wut, auf wen bist du wütend? Also wer ist der Adressat? Wen bin ich wütend? Ja, Auf wenn du das das sagst, Leben. das Leben ist ja, das gibt es so nicht fassbar in dem Sinne. Da, Eigentlich auf Gott. ja, okay. Ich habe schon oft gemerkt, dass ich mit Gott schimpfe. Okay, dann nimm das mal. Meine Wut auf Gott. Meine Wut auf Gott, dass er mir nicht hilft, dass ich mein Leben verändere, dass mal ich an erste Stelle komme. Also, dass er mir nicht hilft. Dass er mir nicht hilft. So oft habe ich schon gebetet und um Hilfe gerufen, Okay, gut, dass ich dann. auch mehr Unterstützung bei meinem Sohn bekomme, dass ich auch mal Okay. meine Bedürfnisse ausleben kann. Okay, dann adressiere es an ihn. Meine Wut auf dich, Gott.
meine Wut auf dich, Gott. Ja. Dass ich mich mein ganzes Leben eigentlich immer hinten anstellen muss. Was kommen die anderen, dann komme ich. Ja, gut. Meine Wut. Dann bist du ja aber eher, wenn du das so formulierst, auf dich wütend, dass du dich dein ganzes Leben hin anstellen musst. Dann bist du ja nicht wütend auf ihn, sondern was konkret ist die Wut, was tut er, wo du wütend bist, was er macht, dass du sozusagen immer ausgegrenzt wirst, hin anstehst und die Bedürfnisse anderer wichtiger sind als deine. Was konkret tut er dir an? Dass er mir die Hilfe nicht schickt, die Unterstützung. Ja, okay, welche sollte das sein? Also die Wut auf dich, Gott, dass du mir das was? Die Hilfe, also ich habe immer mal gebetet, dass mal so eine Frau kommt in mein Leben, die mir meinen Sohn mal abnimmt am Wochenende, sprich die das auch gerne macht. Stephanie, spreche ihn direkt an. Meine Wut auf dich? Meine Wut auf dich, Gott, dass diese Hilfe, diese Unterstützung, die ich dich gebeten habe, nicht in meinem Leben erscheint. Ah, okay. Also ich habe jetzt zwar heute diese Unterstützung, wo mein Sohn heute in Betreuung ist, aber am Wochenende oder Feiertage habe ich, also jetzt über Weihnachten hatte ich meinen Sohn 3 Wochen, 24 Stunden am Tag, ganz alleine. Okay, also meine Wut, dass du mir da diese Hilfe nicht und sozusagen präsentierst. Meine Wut. Nee, immer konstant die Nierenpunkte, nicht wechseln, einfach nur konstant. Da ja, so, genau. Ja, meine Wut. Meine Wut auf dich, Gott, dass du... Mein Ärger kommt jetzt. Es kommt ja, auch gut, auch gut. Ärger auf dich. Ärger. Auch auf mich, dass ich das nicht hinbekomme. Ja, da bist du wieder ärgerlich auf dich. Jetzt bin ich, also dass ich das nicht hinbekomme. Ja, dann bist du ärgerlich auf dich. Das heißt, dann schonst du ja irgendjemanden. Statt auf jemand anders wütend ärgerlich zu sein, attackierst du dich dann ja. Ich bin oft ärgerlich auf mich. Ich sage oft, ich kriege das nicht hin. Ja, gut. Aber das ist ja genau das. Das heißt, statt auf jemand anders ärgerlich zu sein, bist du dann auf dich ärgerlich. Ich bin auf mich ärgerlich. Ja, und das wäre jetzt wichtig zu gucken, auf wen, wenn du jetzt nicht auf dich ärgerlich wärst, auf wen wärst du dann ärgerlich? Ich bin auf mich ärgerlich. Wenn nicht auf dich. Denn normalerweise kein Mensch ist eher ärgerlich auf sich. In der Regel ist man auf jemand anders ärgerlich, weil jemand anders einem irgendwas antut. Also ich bin auch manchmal auf meinen Ex-Mann ärgerlich, dass er nicht auf meine, also dass er mich, ist ja auch sein Sohn, und dass er für die Zeit dann eben mal auf Alkohol und Nikotin verzichtet. Okay, dann mach doch, dann guck da mal, stell dir deinen Ex-Mann vor und sag mein Ärger auf dich. Und guck mal, was da für ein Ärger kommt. Mein Ärger auf dich. Mein Ärger auf dich, dass du nicht mal für die Zeit deine Bedürfnisse einschränkst. Ich muss dich die ganze Zeit einschränken. Okay, sprich ihn direkt an. Stell dir vor, er sitzt da irgendwo 2 Meter Entfernung auf dem Stuhl und sag ihm, mein Ärger auf dich. Mein Ärger auf dich? Dass du so dein Leben feierst? Gut. Ja, der feiert ganz viel. Dass du dein Leben feierst, genau. Dass du dein Leben feierst und ich bin hier die alles machen muss. Gut. Ja. Mein Ärger. Dass du, der feiert immer. Er feiert sein Leben. Ja, es ist ein leichtes Leben. Sprich ihn direkt an. Mein Ärger auf dich, dass du feierst, dein Leben lebst, es dir gut gehen lässt. Dass es dir gut gehen lässt. Und ich muss hier den ganzen Dreck, also nicht Dreck, ich muss die Last tragen. Ja, gut. Die Last, die in unserer Ehe dadurch entstanden ist. Genau. Man kann sich sehr teilen. Wir haben es ja auch am Anfang versucht. Aber es hat ja nicht geklappt. Okay, bleib fokussiert auf deinen Ärger. Mein Ärger auf dich. Und mein Ärger auf dich, dass du dein Leben feierst und dich vergnügst. Ich sitze hier und... Ich muss die ganze Last zuschiebst. Ich muss die ganze Last schleppen und stemmen alleine. Jetzt wird es leichter. Ja, gut. Okay. Ja, immer wieder wichtig, darauf achten, ob noch Ärger ist. Ärger, Wut. Und wieder so eine Traurigkeit. Nämlich, worüber? Ja, dass ich so vieles verzichten muss. Das Leben hat so viele schöne Seiten. Okay. Mein Verzicht. Okay, nimm das. Meine Traurigkeit, dass ich auf so vieles... Meine Traurigkeit, dass ich auf so vieles verzichten muss. Gut.
Ja, das ist sehr, sehr präsent. Ja, sehr gut. Okay, dann bleibt bei der Traurigkeit, ja. Dann löst die auf. Meine Traurigkeit, dass ich auf so vieles verzichten muss. Das Leben hat so viel Schönes und ich muss immer verzichten. Das Genau. geht bei mir irgendwie nicht. Wenn ich mal einen Termin habe, dann ist der so gelegt, dass ich den nicht wahrnehmen kann, wenn ich irgendwie zum Tanzen oder was Guck gehen möchte. mal, Stefanie, lass mal was ausprobieren. Also das, was du so erzählst in die Richtung, hört sich auch so ein bisschen so an, als würdest du dich gewisserweise auch ein bisschen beklagen. Also Ja. nicht nur bei Gott, nach dem Motto, er lässt dich allein, er lässt dich die ganze Last tragen und ne? Guck mal, wem möchtest du oder ja, wer ist der Adressat, wen du da das vortragen möchtest? Wer ist derjenige, dem du dieses Klagen vortragen möchtest, außer jetzt Gott? Gibt es da noch irgendjemanden? Meine Eltern vielleicht. Probier mal. Mein Vater habe ich schon oft gesagt, der nicht hinter mir stand, als Kind schon. Okay, dann setz dir deine Eltern mal vor dir auf den Stuhl, dann guckst du den anderen Stuhl, machst du wieder leer und setzt dir dann zwei Stühle dorthin gegenüber, stellst dir vor, dass dort deine Eltern sitzen, die leben ja nicht mehr, ne? Nein, die sind verstorben. Meine Eltern waren schon 40, wo ich geboren war. Ach so, okay, leben also nicht mehr gut. Und dann beklag dich bei ihnen oder bei Einzelnen, beim Vater oder bei der Mutter, sprich sie direkt an. Also ich habe Mama und Papa gesagt. Okay, dann sagst du, Papa, weil ich beschwere mich, dass ich auf so vieles verzichten musste oder was auch immer, was da kommt. Meine Mutter ist die, spüre ich. Okay, dann geh es auf die Mutter, also auf Mama. Also Mama. Ja, bitte Augen auflassen dabei, ist wichtig, und guck sie an dabei. Guck ihr in die Augen, stell dir vor, du guckst ihr in die Augen. Mama? Mama, ich beschwere mich. Ja, gut. Bei dir, dass ich schon als Kind so viel Lasten tragen musste von dir. Du hast mir dein ganzes Morgen erzählt und Probleme. Und Gut. ich hatte als Kind schon nie die Möglichkeit, wenn andere glücklich waren, musste ich mir deine Geschichten anhören. Gut. Und ich durfte da auch meine Bedürfnisse nicht ausleben. Und ja, das möchte ich einfach mal zum Ausdruck bringen. Gut, ja super. Da möchte ich mich drüber beklagen. Beklag Das mich bei war dir, richtig. dass ich so viele Lasten tragen musste damals schon als Kind. Und als Kind musste ich mir immer alles anhören und wie Ja. schlecht alles ist. Und ich war so wie eine Seelsorge für meine Mutter. Ah, ich war deine Mama, ich war Seelsorgerin. deine Seelsorge. Ja, okay, gut. Mama, ich war deine Seelsorge und hatte nie die Freiheit, mich auszuleben und meine Bedürfnisse zu erfüllen. Okay. Und wenn es mir mal gut ging, warst du neidisch auf mich. Das habe ich gespürt. Ah, okay. Darüber beschwere ich mich oder beklage mich. Beklage ich mich, dass ich als Kind nicht frei war und Dass du dafür verantwortlich bist, ne? dass du schon dafür verantwortlich bist. Ja, guck sie an, guck ihr in die Augen. Und achte drauf, bist du noch am Beklagen. Guck, ob da noch Wird andere schon Gefühle auf. leichter. Und achte Wird darauf, schon leichter. welche Gefühle noch auftauchen, wenn du ihr das sagst. Dass du so ihre Seelsorgerin schon warst als kleines Kind, für sie da sein musstest, statt dass sie Ich für musste dich immer da für war. sie da sein. Ich war wie ihr. Ich war wie Aber dein. das kommt dafür mir viel Ärger auch wieder. Okay, probier mal aus. Mein Ärger. Mein Ärger auf dich. Mein Ärger auf dich, Mama, dass ich immer für dich da sein musste. Nee, das passt nicht. Dann bist du ärgerlicher auf dich. Dass du immer für sie da sein musst. Nein, du sollst ärgerlich auf sie sein. Was hat sie gemacht? Mein Ärger, dass du geht's dann weiter. Dass du Mein was bist. Ärger, dass du mich als deine Seelsorge benutzt hast. Yes, genau so. Ja, du hast mich benutzt irgendwie. Ja, das ist Ja, richtig. das spüre ich. Das fühlt sich sehr stimmig an. Du hast mich benutzt, damit deins leichter wurde und ich hatte die Schwere. Gut, mein Ärger, dass du mich benutzt hast, genau. Mein Ärger, dass du mich benutzt hast. Oh, das stimmt. Genau, da geht's lang. Mein Ärger, dass du mich benutzt hast, dass du. Mich benutzt hast. Für deine, ja, für deine Probleme hast du mich benutzt. Ja, für deine Probleme, richtig. Ja. Musst du mir alles anhören. Und Nun fokussiere mir auf den Ärger, mein Ärger, dass ich dir mein jemanden. Ärger, dass ich mir das alles anhören Nee. musste.
Nee, das ist nicht der Ärger. Dann bist du wieder ärgerlich auf dich. Mein Ärger, dass du mich gezwungen hast, mir den ganzen Scheiß anzuhören. Ja, genau, dass du mich gezwungen hast und mich oft auch erpresst hast. Gott hat gesagt, man sollte als Kind seine Eltern lieben, mit diesem Satz. Und Ach, guck mal. hast du mich immer gezwungen, mir ein schlechtes Gewissen gemacht. Ah, gut. Du hast mir oft, ja, schlecht, du hast mir oft ein ganz schlechtes Gewissen gemacht. Auch wenn ich glücklich war, hast du mir immer ein schlechtes Gewissen gemacht. Ah, gut. Und achte auf deinen Ärger. Ich bin auch so ein bisschen Zorn. Sehr gut. Okay, mein Zorn auf dich. Perfekt. Mein Zorn auf dich. Guck sie an dabei. Mama, mein Zorn auf dich. Dass ich dein Abfalleimer war. Sehr gut. Ich war dein Abfalleimer für alles. Nee, dass du mich zu deinem Abfalleimer gemacht Dass hast. du mich zu deinem Abfalleimer gemacht hast. Ja. Dass du mich benutzt hast, damit es dir besser ging. Hast du Ja. mich benutzt. Du wusstest gar nicht, was du da mit mir angerichtet hast als Kind. Ja. Das sehen wir ja jetzt. Das hat sich durch mein ganzes Leben gezogen. Ja, du hast mir letztlich beigebracht, dass ich mich aufzuopfern habe. Ja. Genau, aufzuopfern. Ich fühle mich als Opfer meines Lebens. Genau, das stimmt. Nee, nicht Opfer des Lebens, sondern Opfer deiner Mutter. Opfer meiner Mutter Nicht und des Lebens. Des Lebens nicht. eigentlich mein Vater, nicht meine Mutter. Ja, Opfer deiner Mutter. Das hast du beschrieben. Sie hat ihre Macht als Mutter missbraucht und hat dich zu ihrem Seelenmülleimer gemacht. Der Mülleimer hat sie nicht Ja. gemacht. Auch noch im Alter, bevor sie immer wieder Nee. schlechtes Gewissen eingeredet. Ja, klar. Klar. Immer mit Gott, mit der Bibel und Okay, aber acht auf deinen Zorn und deinen Ärger. mein Zorn, mein Ärger, meine Wut im Bauch. Gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Meine Wut im Bauch? Okay, bleib dabei. Meine Wut im Bauch. Auf dich, Auf Mama. dich, Mama. Gut. Dass mich dein Mülleimer war, dein seelischer Mülleimer. Dass du mich zu deinem Mülleimer gemacht hast. Dass du mich zu deinem Mülleimer gemacht hast. Gut. Als Kind konnte ich nicht Nein sagen. Da war man abhängig von der Mutter. Richtig, richtig. Deswegen nennt man das ja auch Machtmissbrauch. Ja. Dass du deine Macht als Mutter missbraucht hast und mich zu deinem Mülleimer, Seelenmülleimer gemacht hast, ja. Dass du mir einen Mülleimer gemacht hast. Jo. Leichter. Gut. Ja, guck in die Augen und achte auf den Ärger, Wut, dass sie dich sozusagen ja, zum Opfer erzogen hat. Ja, Sie. du hast mich zum Opfer erzogen. Mama, du hast mich zum Ja. Opfer erzogen. Ja. Genau. Ich habe mich immer aufgeopfert für andere, für dich. Ja, Also, genau. bei jedem, der kam, war ich da, hat geholfen. Weil ich immer dachte, das muss man machen, das steht in der Bibel. Ja, Hilf dem anderen. genau. Also, ich habe den Satz wie eingepresst gekriegt. Ich habe oft zu Gott gesagt, du sagst in der Bibel, hilf anderen, dann helfe ich dir. Ich brauche selber Hilfe. Und diesen Satz hat meine Mutter mir immer eingebläut und man muss Das gut heißt, für seine du. Eltern. Sag jetzt direkt, das hast du mir eingebläut. Mama, das hast du mir eingebläut und diesen Satz bin ich durchs Leben gegangen und habe Und achte darauf, was das auslöst, dass sie dir das beigebracht hat, genau diesen Teil, dich aufzuopfern, nicht auf deine Bedürfnisse zu schauen, sondern auf die Bedürfnisse von anderen. Erstmal die der Eltern, dann das Bedürfnis dann deines Sohnes und so weiter, bis auf den heutigen Tag. Immer die Bedürfnisse von anderen und deine Bedürfnisse. Traurigkeit wieder. Okay. Wie heißt der Satz dazu? Meine Traurigkeit, das was? Meine Traurigkeit, dass ich mein Leben nicht leben kann. Also, Okay. dass ich immer für andere da bin, immer. So brauchen wir auch nicht Nein zu sagen irgendwie. Hab dann ein schlechtes Gewissen. Genau. Genau, das hat sie dir beigebracht, nach dem Motto, wenn es nach deinen Bedürfnissen plötzlich geht, dann sollst du ein schlechtes Gewissen haben. Und Ja. Schuldgefühle haben, dass du es dir gut gehen lassen möchtest. So wie dein Mann, der lässt es sich ja auch gut gehen. Ja, die lassen sich's alle drumherum gut gehen und feiern und ich frage mich immer, was ist nur mit mir? Ja, weil du das nicht tust, weil du ein schlechtes Gewissen hast.
weil deine Mutter dir das natürlich sag mal, gepflanzt hat. Wenn es um deine Bedürfnisse geht, musst du ein schlechtes Gewissen anderen Leuten gegenüber haben. Ich merke auch, wenn ich mal so eine Situation habe, wo ich wirklich mal glücklich bin, fühle ich mich schlecht, weil ich denke, ja, weil dann denke ich auch, gleich kommt bestimmt wieder was Schlimmes. Ja, da hat deine Mutter ganze Arbeit geleistet. Ich war ja glücklich und ich bin jetzt 57 Jahre. Und ja, schau doch mal, jetzt, wenn du eben auf dieses Thema fokussierst, ist da noch Trauer? Guck deine Mutter dabei an. Ist noch Ärger? Was ist dann? Guck, was im Vordergrund kommt für ein Gefühl. Eigentlich Mitgefühl für meine Mutter. Mitgefühl für deine Mutter? Ja, dass die wusste es ja auch nicht besser. Und dann bist du wieder bei deiner Mutter, statt bei dir. Was ist mit dir? Du guckst wieder zu deiner Mutter, ob was für sie gut ist oder schlecht ist. Und was ist für dich? Was ist mit dir? Kriegst du mit? Du verlässt dich. Du gehst zu ihr rüber, anstatt bei dir zu bleiben. So oft, dass ich mich verlasse für andere. Ja, aber das hat sie dir beigebracht. Genau das hat sie dir beigebracht. Verlass dich und guck, komm zu mir rüber und guck, was ich für Bedürfnisse habe. Und die erfüll die. Um Gottes Willen, guck nicht, was du für Bedürfnisse hast, Tochter. Ich weiß manchmal gar nicht meine Bedürfnisse, ich kenne die gar nicht. Das ist mir klar. Das musst du Stück für Stück wieder lernen, ja. Du kennst sie sehr wohl, du hast sie ja schon geäußert, du hast ja schon die Sehnsucht danach geäußert, frei zu sein, das zu machen, dein Potenzial zu leben, einen Partner zu haben. Das hast du ja geäußert, deine Bedürfnisse, die sind ja da. Ich sage immer im nächsten Leben dann. Nö. Möchtest du die im nächsten Leben oder jetzt? Möchte jetzt anfangen, meine Bedürfnisse zu leben. Ja, okay. Gut, also. Und das beginnt damit, mitzukriegen, dass du bisher für die Bedürfnisse deiner Mutter, anderer Leute, deines Sohnes lebst, aber nicht für dich. Ich merke auch, wenn ich einkaufen gehe heute wieder, ich habe ein Päckchen bei der Post abgegeben, da hat die mir schon wieder erzählt, dass ihr Rechner nicht geht. Und da denke ich immer, warum erzählt sie das mir? Oder ich hatte bei einer Hausverwaltung angerufen wegen meinen Heizkosten. Da hat sie gesagt, ach, Ihnen kann ich ja was erzählen. Und dann fängt die auch von ihrem Problem an. Das kann ich ja bei Ihnen machen. Da hat es schon einen Klick gemacht. Das kann ich ja bei Ihnen erzählen. Na gut, diese Menschen konfrontiert dich mit dem Thema nochmal. Immer wieder mit dem Thema, bis du es gelernt hast. Solange wirst du solche Menschen in dein Leben ziehen, bis du endlich kapierst, für dich gut zu sorgen und dich abzugrenzen und Nein zu sagen. Es geht um Nein sagen, um Abgrenzung. Nein, ich bin nicht dafür verantwortlich, deine Bedürfnisse zu befriedigen. Solange du das nicht wieder lernst, neu lernst, wirst du immer wieder mit solchen Menschen konfrontiert werden. Dein Sohn ist ja gewisserweise auch in diese Richtung eine Konfrontation, dass du wieder lernst, für dich zu sorgen, gut zu sorgen. Das ist wie so eine Gratwanderung, er braucht ja was, aber ich will gerade was anderes machen. Ja, sicherlich. Du hast völlig recht. Wenn ich jetzt irgendwas Schönes mache, dann ruft er, kannst du mal kommen. Ja, gut. Und da habe ich gemerkt, bin ich sofort aufgesprungen und habe meins liegen lassen. Exakt. Und somit konnte meine Kreativität gar nicht weitergehen, weil ich habe vielleicht was schöne Gedanken gehabt und konnte den nicht weiterdenken, weil ich musste ja dann zu dem Bedürfnis der anderen gehen. Genau, das musst du wieder lernen, dich da abzugrenzen. Und das beginnt erstmal mit der Auseinandersetzung mit deiner Kindheit, mit deiner Mutter, die dir beigebracht hat, deine Bedürfnisse hast du gefälligst hin anzustellen, wenn überhaupt du ein Recht darauf hast, Bedürfnisse zu äußern. Das ist vielleicht auch, weil meine Mutter wollte mich ja abtreiben. Und vielleicht habe ich so unbewusst gedacht, danke, dass du mich ja trotzdem geboren hast. Und wenn du mich dann zur Welt bringst, erfülle ich auch deine Bedürfnisse, wenn du mich nicht abtreibst, so ungefähr. Kann gut sein, ja. Sie hat mir erzählt, dass sie alles versucht hat, um mich abzutreiben, 1966. Und die Ärzte hätten aber gesagt, sie ist eine sehr gesunde Frau und kann dieses Kind noch gebären. Und sie hat gesagt, sie hat da bestimmte Maßnahmen gemacht. Und es hat einfach nicht geklappt. Und ich habe gesagt, Mama, das fühlt sich so schlecht für mich an, wenn du mir sowas sagst. Exakt. Und guck jetzt mal, was das jetzt auslöst, wenn du es erzählst. Also mein Herz zieht sich zusammen. Okay. Und es kommt eine totale Traurigkeit. Okay, dann fang da mal an mit Traurigkeit. Dass ich eigentlich gar nicht da sein sollte. Genau. Dann und wie so ein Sklave, habe ich oft gedacht. Ich bin ein Sklave meiner Mutter. Nur, sie hat oft gesagt, bring mir mal was zu trinken. Da sage ich, Mama, du kannst dir doch dein Trinken alleine holen. Ich war ihr Diener dann. Okay, bleib bei der Traurigkeit. Fokussiere auf die Traurigkeit. Meine Traurigkeit, dass ich eigentlich gar nicht da sein sollte. Meine Traurigkeit, dass ich gar nicht da sein sollte. Mhm.
Und adressiert es an deine Mama. Mama, meine Traurigkeit, dass ich eigentlich nach dir gar nicht da sein sollte. Mama, meine Traurigkeit, dass ich nach, dass du mich eigentlich nicht haben wolltest. Ja, genau. Du wolltest mich nicht. Mein Vater wollte mich, aber du wolltest mich nicht. Du wolltest mich abtreiben. Und Meine hast mich Frau. dadurch zum Sklaven gemacht. Genau. Und achte auf dein Gefühl, wenn du das sagst. Meine Traurigkeit, meine Tiefe. Da kommt eine ganz tiefe Trauer. Jo. Meine tiefe Traurigkeit, dass du mich abtreiben wolltest und ich sollte gar nicht da sein. Ja, genau. Und somit hatte ich Schuldgefühle und habe deine Bedürfnisse erfüllt. Nee, geh nicht zu sehr in das Theoretische und deswegen bin, hatte ich nicht, das bist du zu sehr wieder auf der linken Gehirnhälfte. Ich bleib einfach beim Gefühl und Traurigkeit, dass du mich abtreiben Abtreiben wolltest. wolltest. Meine Traurigkeit, dass du mich abtreiben wolltest. Ja. Dass du mich nicht haben wolltest. Du mich nicht haben wolltest, das ist Ja. ein Glaubenssatz. Ich habe einen Glaubenssatz, keiner will mich. Nee. Momentan hast du keinen Glaubenssatz. Jetzt bist du bei der Traurigkeit. Meine Traurigkeit, dass du mich nicht haben wolltest. Ja, genau. Das fühlt sich ganz stimmig an. Meine Traurigkeit, dass du mich nicht haben wolltest. Gut. Ja, gut, genau. Und guck in die Augen. Traurigkeit, durfst du mich nicht Meine haben, Traurigkeit, dass du mich nicht haben wolltest. dass du sogar versucht hast, mich umzubringen, abzutreiben. Du versucht hast, mich abzutreiben, mich umzubringen. Ja. Dass du versucht hast, mich zu töten. Ja, du hast es versucht. Ja. Richtig. Und achte auf die Gefühle, die da noch sind. Da kommt der Wut. Sehr gut, genau. Meine Wut, dass du mich töten wolltest. Gut. Du hast alles versucht, um mich loszuwerden. Mich zu töten. Zu töten, um mich auch zu verstecken. Irgendwie. Nee, sie wollte dich töten. Das nennt man, sie wollte dich töten. Sie hat es mir zwar erklärt, weil alle Leute im Dorf. Nicht so viel erzählen. Bleib bei der Wut. Meine Wut. Meine Wut. Meine Wut auf dich, dass dich du. Abtreiben wolltest. Ja. Dass du mir das mich auch Leben. Abtreibungsversuche gemacht hast. Dass du mir das Leben nehmen wolltest, dass du mich Ja. töten wolltest. Ja. Du wolltest nur mich haben. Ja. Bleib bei der Wut. Mach das nicht weg. Das ist wichtig. Gut. Bleib bei dir. Geh nicht wieder zu deiner Mutter rüber und versuch Verständnis zu haben. Ja, sie wusste es ja auch nicht besser und bla bla bla. Nee, bleib bei deiner Wut. Bleib bei dir. Wut. Meine Wut, dass du mich nicht haben wolltest. Ja. Dass du versucht hast, mich zu töten. Du hast versucht, mich zu töten. Dass du versucht hast, dich deiner Verantwortung als Mutter zu entziehen. Du hast versucht, dich deiner Verantwortung als Mutter zu entziehen. Ja, bleib bei der Wut. Meine Wut. Krieg mit, du bist noch nicht so richtig in der Wut. Du bist noch eher so in so einer Halbtraurigkeit. Ärger auch so. Ja, okay. Versuch's. Meine Verärgerung, kann ich das auch so sagen? Nee, einfach nur mein Ärger auf dich. Mein Ärger auf dich. Mama, mein Ärger auf dich. Dass du mich haben wolltest. Dass du mich nicht haben wolltest, dass du mich abtreiben wolltest. Dass du mich abtreiben wolltest. Dass du mir nicht das Leben schenken wolltest. Dass du mir nicht das Leben schenken wolltest. Was mir zusteht, worauf ich ein Recht habe. Auf das ich ein Recht habe. Ja. Jetzt war ich da. Okay, ach, das Gefühl. Guck's Traurig dir an. nochmal. Okay, dann nochmal traurig, das. Traurig, dass ich das alles erleben musste, oder? Wenn man es auch so sagen. Nee, guck, was die Trauer das ihr muss gegen, was Trauer ihr gegenüber. Trauer, dass du keine dass Mutter du mir für keine mich. Liebe geschenkt hast. Ja, so, das Oh, macht das ist was. ja. Ich habe nie Liebe. Mama, dass du mir nie. Oh, das passt dir. Ja. Meine Traurigkeit, dass du mir nie Liebe geschenkt hast. Ich habe nie Liebe erfahren von dir. Richtig. Nie Ja. Liebe. Ich habe das Ja. nur, weiß gar nicht, wie das sich anfühlt, von meiner Ja. Mutter geliebt zu sein.
Richtig. Meine Traurigkeit, dass ich nie Liebe von dir erfahren habe. Sehr gut, bleib bei dem Satz. Meine Traurigkeit, Mama, dass ich von dir nie Liebe erfahren habe. Gut. Und Ja, das stimmt. Dass keine wahre, echte Mutterliebe erfahren. ich habe keine, Mama, du hast mir keine wahre, echte Liebe, Mutterliebe geschenkt. Ganz im Gegenteil, du wolltest mich Eigentlich sogar im abtreiben. Gegenteil. Sie hat mich auch als Kind oft verprügelt. Genau. Ganz schlimm. Dann achte auf deine Gefühle dabei. Traurigkeit. Okay, und löst die Trauer auf. Guck sie an, meine Trauer. Meine Trauer, Dass du mir dass du nie mir nie Mutterliebe geschenkt hast. die Liebe geschenkt hast, die ich als Kind gebraucht hätte. Gebraucht hätte. Meine Trauer, dass du mir nie die Liebe geschenkt hast, die ich als Kind wirklich gebraucht hätte. Jo. Genau. Stimmt sehr. Meine Trauer, dass du mir nie die Mutterliebe geschenkt hast, die ich wirklich gebraucht habe. Richtig. Genau. Gibt es Guck sie an, achte drauf, ist noch ein Ärger da, dass sie dir das Leben nehmen wollte. mit dem Abtrennen nicht mehr. Mit Okay. der Liebe, dass ich keine Fürsorge, dass ich nicht so gesorgt war. Ja, Ich habe genau. immer das woanders gesucht, bei anderen Leuten. Meine Trauer und Traurigkeit, dass ich von dir nicht umsorgt war. Du hast mich so allein gelassen. Trauer, dass du mich allein gelassen hast, genau. Meine Trauer, dass du mich so allein gelassen hast. Ich war nur allein als Kind. Immer auf mich selbst gestellt. Als Kind keine Liebe zu bekommen. Genau. Das ist schlimm. Ja, ist das ein die schlimm? Ist das ein Schmerz oder was ist das? Traurigkeit. Traurigkeit. Okay, dann löst die Traurigkeit auf. Meine Traurigkeit. Traurigkeit. Meine Trauer. Dass du mir keine echte Mutterliebe geschenkt hast. Jo, Und jo. keine Versorgung und keine, ja, so, um sorgt zu sein im Leben. Das ist geschenkt. Da bin ich ganz doll traurig, dass du mich so oft allein gelassen hast, dass du mich abgeschoben hast, dass du mich einfach ignoriert hast, Genau. dass du mich mit Bibelstellen oder mit anderen Sprüchen mundtot so gemacht hast. Ah, sehr gut. Deshalb spreche ich heute auch Dinge nicht aus, weil ich das nicht gelernt habe, meine Bedürfnisse auszudrücken. Du hast mir, oft habe ich, du hast mir mein Rückgrat klein gemacht oder genommen. Wie sagt man das? Du hast meine Trauer, dass du meine Bedürfnisse nicht zunichte gemacht hast. Gut, gut. Dass du mir das Gefühl gegeben hast, ich bin eine Last. Bin eine Belastung für dich. Ja, genau. Jetzt wird immer stiller. Okay. Und achte zwischendrin immer wieder auf andere Gefühle, wenn da irgendwas noch hochkommt. Du merkst ja, das, was sie dir dabei gebracht hat, so wie sie mit dir umgegangen ist, das ist ja das, was dir jetzt im Leben ständig begegnet, ne? Dieses ausgegrenzt werden, du bist nicht wichtig, du ziehst dich weiter immer wieder zurück. Und auch, dass mich keiner loben kann. Also ich mache wirklich eine ganz tolle Arbeit. Also ich habe manchmal Lobs, aber auch jetzt auf der Arbeit, da habe ich die Direktorin gefragt und wie sind Sie zufrieden? Da hat sie gesagt, ich muss das mal respektieren. Ich habe gedacht, mir fällt die Kinnlade runter. Ich habe gedacht, ich mache das so gut, besser wie die anderen. Und ja, ich laufe ständig so nach Lobs hinterher in meinem Leben und nach Anerkennung, weil ich die nie Ja, bekommen habe das als ist doch Kind. klar, logisch, verständlich. Ich suche die dann in außen, also wie so ein kleines Kind, das auf der Suche ist. Das Exakt. habe ich auch als Kind gemacht. Exakt. Bin zu anderen, zu Klassenkameradinnen gegangen und
habe die Mutter mal in den Arm genommen und ja. kann ich mich oft erinnern. Dann schau dir jetzt mal deine Mutter an, wie sie da sitzt. Guck, wie du und dich jetzt kommt so eine Aufregung, also so eine. Ach, ich kann das Gefühl gar nicht sagen. Ja, guck sie doch mal an. Acht auf dein Gefühl dabei. Ja, eine Wut. Okay. Meine Wut. Gut auf dass dich. Du mir alles nicht geschenkt hast, was eine Mutter ihrem Kind schenkt. Ja, genau. Ich habe auch alles, du hast mich ja, verhungern lassen, sozusagen als Kind. Ja. Emotional. Ja. Gut. Mich emotional verhungern lassen. Genau, meine Wut auf dich. Meine Wut auf dich. Meine Wut auf dich, Mama. Und auch als erwachsene Frau hast du mir immer gesagt, du bist nie ein Mann. Und da habe ich auch das. Das hat sie immer gesagt noch. Wo dem Nee, sag es ihr direkt. Da hast du immer noch. Ja, Mama, du hast mir immer gesagt, ich bin nicht beziehungsfähig. Eigentlich bist du das nicht. Genau. Ich habe immer gedacht, das bist doch du und nicht ich. Genau. Weil du findest nie einen Mann. Und da habe ich gedacht, sagt sowas eine Mutter ihrer Tochter, die sagt doch was ganz anderes. Jo. Oder auf Arbeit, das kriegst du nie hin. Und guck, was ist jetzt aus. Guck, was immer ist alles negativ gesagt. Was jetzt? Was ist jetzt auslöst, Stefanie? Was ist jetzt, wenn du daran erinnerst, dass sie das gemacht hat? Ist das ein Ärger, eine Wut, dass sie dir das gesagt hat? Verachtung? Okay. Mutter gegenüber? Ja, versuch's. Ich verachte dich, Mama, weil du mich verachtet hast, weil du mich. Ja. Ja, du hast mir nur Negatives in meinem Leben, also nur negative Gedanken an mir. Und alles habe ich falsch gemacht, alles. Du hast mich nie gelobt, oder? Und ist es eine Verachtung oder Ärger, dass ich dich nie gelobt Ärger. habe? Ärger. 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 Mein Ärger auf dich, Mama. Gut. Dass du mich eigentlich immer klein gehalten hast. Ja, sehr gut. Ja, du hast auch. Ich wurde auch immer als Kleine genannt. Die Kleine, die nichts kann. Die Okay. Kleine. Mein Ärger, dass du mich immer Mein gehalten Ärger hast. auf dich, dass du mich so klein gehalten hast. Ja, sehr gut. Mein Ärger auf dich, Mama, dass du mich so klein gehalten hast. Gut. Du hast mich klein gehalten. Mein Ärger. So. Okay. Du hast mich auch oft gezwungen, mein Ärger, dass du mich zu Dingen gezwungen hast Okay. oder manipuliert hast, Genau. die ich machen musste und die ich gar nicht machen wollte. Ja. Naja, das ist das, was du vorhin erwähnt hast, dieser Machtmissbrauch, dass sie dich zu Sachen gezwungen hat. Du konntest Ich nichts dagegen machen. musste Dinge machen, die ich gar nicht machen wollte. Oder ich wollte dahin gehen und da das machen und den anrufen und das machen. Oder ja, wo du dann schon im Pflegeheim warst, da hast du mich angerufen, wenn es dir schlecht ging, wenn die Schwestern nicht nett waren, da musste ich kommen und immer da sein und immer wollte ich da sein. Genau, meine Wut auf dich, genau. Meine Wut auf dich, mein ganzer Ärger, meine Wut. Ja, sehr gut. Auf dich, Mama, dass du mich klein gehalten hast und du hast mich nicht mein Leben leben lassen. Exakt. Du hast mich nicht mein Leben leben lassen. Gut. Und ich habe mir eigentlich immer gewünscht, wenn du tot bist, dass ich es leben kann. Aber da ich es nie gelernt habe, kann ich es heute nicht. Ich habe es nicht gelernt. Du hast es mir nicht gezeigt, dass eine Mutter ein Kind zeigt. Ja. Wie man seine Bedürfnisse erfüllt und wie man ein schönes, glückliches Leben hat. Mein Ärger, meine Wut. Ärger, ja, sehr gut. Meine Verärgerung, mein Ärger. Ärger auf dich, genau. Mein Ärger auf dich. Dass ich mein Leben nicht leben durfte. Gut. Dass du mich im Prinzip dein Leben lang, dass ich dein Opfer war oder du nicht. Dein Opfer, du hast mich entschuldigt, dass ich da bin. Oder als Dankbarkeit, dass ich da sein durfte, aber mein Leben durfte ich nicht fühlen. Trotzdem durfte ich so dankbar sein. Also Mama, ich ärgere mich, ich habe mich bei dir gefühlt wie ein Heimkind. Als ob ich im Kinderheim bin und keine Mutter habe. Ich habe oft gesagt, ich fühle mich wie ein Heimkind. Obwohl ich Eltern habe, aber ich fühle mich wie ein Heimkind. Und achte drauf, du rutschst zwischendrin immer wieder in das Beklagen und gehst weg von dem Ärger.
deinen berechtigten Ärger darauf, dass sie dich so behandelt hat, dass sie so mit dir umgegangen ist? Mein Ärger, dass du mit mir so umgegangen bist. Dass du mich hast klein gehalten. Ja. Ja. Mein Ärger, dass du mich so klein gehalten hast. Und das erlebe ich heute mein ganzes Leben immer wieder. Exakt, exakt. Auf jeder Arbeitsstelle, sobald ich anfange, größer zu werden, die Chefs halten mich sofort klein. Nee, sie halten, nee, nee, stopp, das stimmt nicht. Die halten dich nicht klein. Du lässt zu, dass sie dich klein halten. Wie jetzt bei der Stelle, ich war so gut. Und jetzt halt geht es wieder los. Ich dachte das nicht. Ja, aber nochmal, du lässt es zu. Du verhältst dich wie eine 6-7-Jährige, die sich so verhält wie ein Kind zur Mutter. Du lässt es zu, weil du immer wieder die Situation reproduzierst, wie damals bei deiner Mutter. Deine Mutter lebt nicht mehr. Kein Mensch verbietet dir, dein Leben zu leben jetzt. Das machst du selber. Du suchst dir zwar jetzt immer Situationen, wo dann Leute sind, die dir irgendwas verbieten wollen oder was auch immer, aber du reagierst halt immer noch wie die 6-7-Jährige der Mutter gegenüber reagieren würde. Klar, natürlich macht das Sinn, weil du ja immer noch da, sag mal, energetisch in der Situation festgefangen bist, verstrickt bist mit dieser Situation von früher. Und letztlich von Mama sozusagen immer noch die Erlaubnis haben willst, ja, Tochter, es ist in Ordnung, dass du endlich dein Leben leben darfst. Ja, ist schon in Ordnung, darfst du endlich. Du darfst jetzt endlich deine Bedürfnisse befriedigen. Ne? Du musst jetzt nicht mehr die Bedürfnisse von mir zu befriedigen. Die Erlaubnis wird nicht kommen. Auch vom lieben Gott nicht. Die musst du dir schon selber nehmen oder geben. Ich habe ja dieses Jahr vor, meinen Sohn in betreutes Wohnen zu gehen. Hab den Termin gemacht und bin gespannt, ob ich es schaffe, weil gut. Ich mache es ja jetzt 25 Jahre. Gut, das hört sich gut an. Ich habe Angst dann auf eigenen Füßen. Also das. Gut, ich habe eigentlich Angst davor, frei zu sein. Ah, das weil dann kann ich machen, was ich will. Richtig. Gut. Und das fängt damit an, das, was du heute gestartet hast mit mir in dieser Stunde jetzt, dieses Thema, den Ärger aufzulösen, wie deine Mutter mit dir umgegangen ist, dass sie dich gezwungen hat, ihre Bedürfnisse zu befriedigen, statt dass sie dir beigebracht hat, dass eine Frau ihre eigenen Bedürfnisse befriedigt, also dass sie selber dafür sorgt und nicht dich dafür benutzt. Das hat sie dir nicht beigebracht. Das musst du dir jetzt wieder selber mühselig erarbeiten, auf deine Bedürfnisse zu gucken, zu hören und die dann entsprechend umzusetzen. Was du ja offensichtlich jetzt anfängst, ist doch super, klasse. Und da gehört das mit dazu, dich von der Mutter zu lösen, sagen, jetzt, ey Mama, jetzt ist Schluss, jetzt fange ich an, mein Leben zu leben. Was? Ich habe schon bemerkt, auch wo sie gestorben war, habe ich so eine energetische Verbindung, dass ich ja dauernd zu ihrem Grab gehen muss. Das habe ich auch am Anfang ganz oft gemacht. Mhm. Und eines Tages bin ich gegangen und habe gesagt, ich komme nie wieder. Sehr gut. Mhm. Sehr gut. Gehe da auch nicht mehr hin. Sehr gut. Ja, warte mit. Weil das Grab hat mich immer wieder daran so. Ich habe auch ja gespürt, irgendwie, dass sie energetisch mit mir da kommuniziert hat. Ich will das und ich will das. Mhm. Die anderen haben die Blumen am Grab, die will ich auch. So, das habe ich irgendwie gespürt. Sehr gut. Dann habe ich gesagt, jetzt gehe ich ja nicht mehr hin. Ah, sehr gut. Ja, siehst du. Also das ist ja auch ein Stück Abnabelung. Auch ein Stück Abnabelung von deiner Mutter. Und so, ich gehe jetzt meinen Weg. Ich lebe jetzt mein Leben. Ja, super. Ich spüre auch, dass mein Sohn jetzt mehr sagt, er will jetzt mehr Dinge alleine machen. Er sagt es zu mir selbst. Perfekt. Mhm. Ich spüre jetzt seit diesem Jahr, dass er sagt, nee, ich bin jetzt schon groß, da brauchst du mir jetzt nicht helfen, nur noch ein bisschen. Also. Ich sage, toll. Ja, super. Super. Und ich habe zwar Angst vor diesem Schritt, weil ich ja jetzt 25 Jahre mit meinem Sohn zusammenlebe. Gut, okay. Passiert, aber. Du guck mal, Stefanie, das ist eine relativ harmlose Angst, da kannst du dann selber ja auch viel klopfen. Meine Angst jetzt davor, wie das Leben sein wird, wenn ich meinen Sohn nicht mehr zu betreuen habe, weil dann hast du dich zu betreuen. Da musst du deine ganze Liebe, die du jetzt deinem Sohn schenkst, musst du dir dann geben. Ja, ist und liebevoll mit dir umgehen. Mach dich dann zum Objekt deiner Liebe, deiner Fürsorge. Verstehst du? Ja? Und dann wirst du. Darf ich das wieder lernen, wie das geht? Ja, aber du kannst es ja, hast du ja an deinem Sohn gesehen. Du kannst dir diese Liebe, Fürsorge geben. Nur bisher eben deinem Sohn und jetzt gibst du sie dir. Oder auch den Kindern in der Schule, die lieben mich sehr. Aber prima, also nee, das kannst du sehr gut. Nee, es geht um dich. Dass du dir die Liebe gibst. Dein Sohn fängt an, sein Leben zu leben, hast du ja gesagt, er fordert es ein, Stück für Stück.
Und jetzt geht es darum, Abschied zu nehmen von ihm, ihn gehen zu lassen. Und dann bleibst du zurück und kannst dann sagen, okay, jetzt bin ich frei, jetzt kann ich endlich das machen, was ich gerne möchte. Wie fühlt sich das an, in die Richtung zu denken, zu fühlen? Toll. Brauche ich nicht, auf bis im nächsten Leben zu warten. Nee, das stimmt, genau. Du kannst es in diesem schon haben, ja genau. Kann ich in diesem Leben schon haben und ja, vielleicht zu diesem Tanzkurs anmelden, weil ich liebe Tanzen und Musik. Sehr gut, sehr gut. Und würde dann das machen und sehr schön. Und dann auch eine Arbeit, die meiner würdig ist. Sehr schön, das hört sich gut an. Ja, Dankeschön. Ja, gerne, gerne. Da wäre ich nie drauf gekommen mit meiner Mutter. Ja, du merkst, manchmal braucht man Unterstützung und du hast ja die Unterstützung abgeholt, die hast du abgefragt und das heißt, du bist wirklich auf dem Weg in einen neuen Lebensabschnitt. Wow. Ich habe gesagt, im neuen Jahr wird sich was ändern. Ja, offensichtlich und was sehr, sehr tiefgreifendes. Ja, toll. Ich habe ja auch schon mit den Karten viel geklopft. Okay. Die helfen mir auch sehr, dass ich jetzt super. Eine Situation, die Karten in der Hand nehme und das stimmt auch, was da rausfällt. Hemmungen oder so, wo ich gar nicht drauf gekommen wäre, dass ich Hemmungen habe. Ja, yeah, ja. Yeah. Und meine Bedürfnisse eben auszudrücken, ja. Genau. Ja, also ich wünsch dir alles, alles Gute auf deinem neuen Weg. Toi, toi, toi. Und ich denke, den wirst du gehen. Ich bedanke mich ganz herzlich. Es war wunderbar. Gerne, gerne. Ciao. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du die Show abonnierst, um nicht die nächsten Folgen zu verpassen. Darüber hinaus würde ich mich freuen, wenn du diese Folge positiv bewertest, denn damit hilfst du mir und anderen, dass mein Podcast besser gefunden wird und mehr Menschen von der MET-Klopftherapie erfahren. Du möchtest die MET-Klopftechnik für dich zur Selbstanwendung erlernen? Melde dich jetzt zu einem unserer Online-Seminare an. Oder du möchtest die MET-Klopftherapie professionell erlernen? Dann komm in unsere einjährige Online-Ausbildung. Mehr Informationen findest du auf unserer Homepage franke-akademie.de.